Unterm Haus und wissen es nicht. Naja. Ist doch auch mal was Schönes. Was Feines. Also nicht, dass wir es nicht wissen, aber dass wir die gefunden haben hier. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir Ewigkeiten durch die Gegend irren und keine finden. Deswegen finde ich das schon sehr gut. Wir haben hier gleich ein kleines Eisenreservoir. Können uns da ein bisschen was zusammensuchen. Ja, die Musik, die passt übrigens gerade sehr gut. Ich mache mal ein bisschen lauter. Damit ihr die auch ein bisschen vernünftiger hört. Weil ich finde, die Musik, die ist einfach zu genial gemacht einfach. Also, die hat was. Vor allem, die erinnert irgendwie an das eine, an so ein Lied von, am Anfang von, ja, ich weiß gar nicht, welche Firma das ist hier. Welche Filmproduzent, so. Weiß ich nicht, aber die sind eigentlich sehr bekannt. Ich weiß nicht, 20. Century oder so ist, 20th Century ist falsch. Keine Ahnung. Also habe ich nicht den Plan von. Aber weiß ja vielleicht einer von euch. Ne, ich weiß es nicht. Könnte ich aber mal nachschauen. Müsste eigentlich so vieles mal nachschauen, aber ich vergesse das irgendwie immer. Weil ich in letzter Zeit echt nur Folgen render. Und das ist nicht so wenig. Und in der Zwischenzeit dann noch ein paar andere Sachen mache. Aber ich setze mich einfach mit dem nächsten Mal dran und werde da mal rumprobieren. Und ein paar Sachen raussuchen. Wenn ich denn dann mal Zeit finde. Aber garantiert finde ich die. So, Kohle. Mensch. Kohle ohne Ende. Das ist doch echt. Also das ist aber jetzt echt abgefahren, ey. Wir suchen oberirdisch, suchen wir die eine Folge nur nach Höhlen und was ist direkt unterm Haus ist eine Höhle. Gut, dass wir uns hier runtergegraben haben. Ansonsten wären wir wahrscheinlich im Wasser einfach mal ersoffen, so eiskalt. Und vor allem bringt mich das hier auf eine Idee, dieser Keller. Auf eine Bauidee. Wartet mal ganz kurz, das schreibe ich mir mal ganz kurz auf, ne? Das ist jetzt hier. So, und da bin ich jetzt auch wieder. Ich habe mir mal ganz kurz ein paar kleinere Notizen gemacht, was ich so gerne jetzt in dieser Staffel machen wollen würde. Ich habe mir so eine kleine Liste mal erledigt und werde da, glaube ich, mal ein paar Sachen dann auch auf Facebook oder sowas mal die Liste auch veröffentlichen, damit ihr so einen Überblick habt, was halt in nächster Zeit auf euch zukommt hier. Ne, weil da werden wir auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr machen, als in der ersten Staffel, glaube ich, sogar. Zumindest also bautechnisch gesehen. Jetzt da ein wenig unterzugehen. Ansonsten weiß ich das noch nicht ganz genau, weil das ein wenig spooky werden könnte. Aber diese Höhle, die hat mich gerade auf eine perfekte Idee gebracht. Interessiert nur irgendwie, wo kommt das Wasser hierher? Aus dem Meer, okay. Du Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind direkt neben unserem Haus mal einfach hier. Aber dieser Keller, der ist schon irgendwie genial. Da kann man garantiert was machen, wenn wir mal später mehr Rohstoffe haben für Redstone und so weiter, für ein paar Schaltungen. Dann können wir garantiert richtig schön was zusammenbasteln. Eisen, 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 nee, keine Eisenschale. Wir brauchen definitiv Eisen für eine Rüstung bald. Weil ich wirklich gerne in größere Minen gehen würde, wenn wir jetzt ein paar Kekse haben und so, weil Melonen sind einfach noch mit am besten für Futter. Warte mal eben zu futtern, Melonen, weil die wachsen einfach schnell nach und ja. Diese kommen dann auch sehr zahlreich vor, meistens mittlerweile in den ganzen Minen. Nur erstmal müssen wir eine Mine finden. Und ich fürchte, das ist nicht ganz so leicht hier in dieser Welt. Und Eisen. Haben wir schon mal 10 Eisen. Plus 4 macht 14 Eisen. 15. So, 15 Eisen haben wir schon mal. Und Kohle noch und Löcher. Ah, das ist aber echt mal geil. Also ist echt geil gemacht hier, diese Höhle. Da muss ich echt mal sagen, wir haben wieder den richtigen Riecher gehabt. Oder, ja, einfach mal unterm Haus zu graben. Aber das ist normalerweise, ja, normalerweise bringt das nichts, wenn ich ehrlich bin. Und bevor nachher wieder irgendwelche kommen, hey, das hast du gewusst, gib's zu. Nee, habe ich nicht gewusst. Ich wollte einfach mal die Zeit in der Nacht totschlagen, weil wir ja immer noch keine Schere und kein Bett haben. Und hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir hier jetzt auf eine Mine stoßen. Ja, war reiner Zufall, ehrlich gesagt. So, die Spitzhacke hat den Geist aufgegeben. Aber ist auch nicht so schlimm, davon ist Kohle und ein bisschen Eisen war da, glaube ich. Wir gehen jetzt erstmal nach oben und ich glaube, unten sind noch ein paar Monster. Also ich glaube, die Höhle ist sogar noch ein bisschen größer. Ich wüsste aber nicht, ne? Also muss ich mal schauen dann. Habe aber leider nicht mehr ganz so viel Zeit jetzt gerade in der Aufnahmesession. Ich muss gleich eine kurze Pause machen, ist aber wirklich nur kurz, ne, und dann werde ich auch gleich schon weitersehen. Ich lagere das hier erstmal alles ein. So, denn wir brauchen eine neue Spitzhacke. Aber das ist jetzt kein Problem mehr.
haben ja mehr als genug Rohstoffe gesammelt jetzt. So, dann stellen wir uns mal eben eine neue Spitzhacke. Spitzhacke, nicht Hau. So. Mache ich mir aber erstmal so wenig wie möglich, weil ich die Rohstoffe nicht verschenken will, weil wir werden die demnächst brauchen. Und zwar nicht allzu wenig, also wenn ich ehrlich bin. Da ich da ein bisschen was vorhabe, was rohstoffverschlingend ist, vor allem solche wichtigen Rohstoffe. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall haben wir erstmal wieder 4 Eisen. Und die Musik wird auch schon wieder gut. Passt nämlich jetzt richtig schön zu den Höhlen. Ja, ein wenig Aktione. Aktione, Aktion. Nicht Action, sondern Aktion. Ein wenig Aktion in die Höhle. Der hat uns noch nicht gesehen. So, den haben wir schon mal erledigt. Voll überrumpelt, würde ich mal sagen. Ich höre hier noch immer einen Zombie. Da ist er. Ach du Scheiße, und Skelett. So, jetzt kommt, geht drauf. Verpiss dich, du Scheiß-Zombie. Lass uns in Ruhe. Ich teile keine Kekse mit dir. So. Ah, da ist die Mine entweder zu Ende oder wird einfach nur kleiner. Wäre es jetzt noch gleich noch ein Spawner unterm Haus, aber ich glaube nicht. Naja, ist aber immerhin schon was. Weil hier vorne ist auch noch Eisen. Eisen und nicht gerade wenig davon. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich. Ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon gut genug ausgerüstet, um uns gleich eine Rüstung zu machen fast. Dann Eisenspitzhacke können wir uns dann schon machen, Eisenschwert. Und dann können wir rein theoretisch auch bald schon auf die ersten Touren gehen. Auf die größeren Touren vor allem. Ich nehme jetzt erstmal hier aber noch den ganzen Gravel mit. Nicht, weil ich so viel Langeweile habe, eher aus dem Grund, da ich da nicht irgendwas drunter vergessen will. Aber manchmal ist da drunter auch noch Eisen ohne Ende. Und das würde ich diesmal bei dieser Staffel ungern verschenken, zumindest jetzt am Anfang. Wäre nämlich sehr schön blöd. Ja, aber hier ist sehr, sehr viel Gravel, deswegen werden wir, glaube ich, auch nicht alles wegkriegen. Zumindest jetzt nicht mit der Schaufel. Ohne gleich zumindest mal ein paar Kekse zu snacken. Ja, aber so viel dazu. Denn dann mache ich gleich mal eine kleine Pause. Wenn ich dann hier so weit... Na, ich habe sowieso keine Schaufel mehr, dann latsche ich jetzt mal zurück, mache eine kleine Aufnahmepause. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich sofort wieder, ne? Aber erstmal wieder hier hoch. So. Uah! Alter, wo kommt der denn jetzt her? Alter, hat der mich erschreckt, ey. Wo ist der denn gespawnt? Wir haben doch hier alles ausgeleuchtet, verdammte Hacke. Okay, das hier nicht vielleicht, aber... Alter, hat der mich jetzt erschreckt. Heilige Schitte. Ich hoffe mal, jetzt spawnt hier nichts mehr. So, dann mache ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, das letzte Mal haben wir hier eine kleine Pause gemacht. Eine wirklich kleine Pause, hoffe ich mal. Also für mich ist es jetzt eine etwas längere Pause, aber nicht allzu lang. Nee, hält sich noch ein paar. So, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder nichts zu futtern. Na, dann nehmen wir mal das verrottete Fleisch mit. Dies Weizen nehmen wir auch mit. Und... Oh, nee. Nein. Nein. Was ein Scheiße. Muss dieser Vollhorst sich mitten vor die Tür stellen, oder was? Was ein Arsch. Was ein Arsch. Ganz klar, was für ein arroganter Arsch dieser verdammte Creeper ist. Wir müssen da... Ah, jetzt leckt's ohne Scheiß noch mehr. Hallo? Hallo?
2 Frames, Mensch, das ist ja wahnsinnig viel. Also Minecraft ist da ja wirklich sehr stabil beim Laufen. Trotz Optifine. Wow. Jawohl, er folgt uns wenigstens. Wartet mal, ich hab mal eine Idee. Das Piskin soll uns doch mal hinterher schwimmen, verdammt. Hehe. Das war's, Creeper. Ja, so leicht geht das Ganze, Mensch. Man braucht nur die passende Taktik. So. Wusste ich zwar auch noch nicht, dass sie einen unter Wasser nicht verfolgen und dann nicht explodieren, aber unter Wasser wäre uns, glaube ich, auch nichts passiert. So, denn ich wollte mir jetzt ein paar Cookies machen. Und dafür brauche ich, glaube ich, noch... Ja, wobei ich glaube nicht viel, aber... Können ja trotzdem mal die ganzen Reifen hier schon mal ernten. Dann neue Pflanzen. So viel Zeit muss sein. Ne, wenigstens eine vernünftige Verpflegung brauchen wir ja, denn wir wollen ja langsam echt mal in die Höhlen gehen. Und nicht mehr allzu lange damit warten. Und deswegen hatte ich mal vor, heute in die Minen vielleicht zumindest schon mal in die Richtung zu gehen und uns eine zu suchen. Weil ich habe heute wieder nicht ganz so viel Zeit. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich nie so allzu viel Zeit. Weiß ich auch, das ist leider so. In der letzten Zeit, heute hat ja auch die Schule wieder angefangen. Ist ja sehr schön, ne? Nee, also nee, leider nein. Ist nicht schön, so. Also ich habe lieber Ferien. Also ich meine, irgendwann muss man ja machen, aber in der Schule rumsitzen ist auch nicht viel besser. Weil vor allem, ich hatte natürlich bis 4 Uhr heute schon wieder, das ist dann so besonders toll. Wenn du da wirklich schon den ganzen Tag dann erstmal sitzt, ne? Normalerweise, also zumindest die anderen, die hatten gerade mal ein paar Stunden und dann waren sie fertig. Wir nicht. Ja, also wir nicht, garantiert nicht. Ja, war auf jeden Fall sehr erquickend heute wieder. So. Machen wir uns jetzt erstmal ein paar Kekse. Kekse! So. Und so. Und das macht dann erstmal nämlich 40 Kekse. Und auch wenn die nur 40 Herzen auffüllen, sind sie besser als nichts. Weil wenigstens diese Kekse auch ein wenig halten, glaube ich. So ein wenig. So, und hier unten wollten wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, gestern, letzte Mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gestern aufgenommen, letzte Mal Minecraft. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, so war es. So, ich muss hier unten sowieso, oder will ich zumindest mal ein wenig mehr ausheben. Weil erstens brauchen wir Cobblestone ohne Ende. Und wenn die Minen gehen wollen, brauchen wir ja eine vernünftige Ausrüstung. Und zum anderen, ja, zum anderen, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich echt nicht, nee. Zum anderen wollte ich hier einfach mal ein wenig graben, weil ich sowieso nicht weiß, was ich heute sonst machen soll. Ich habe heute gerade mal ein paar Minuten. Da muss ich auf den Server heute drauf und wollte, oder ja, will da ein wenig weiterbauen, weil ich ja wirklich vorhatte, diesen Sonntag die ersten Let's Show-Folgen rauszuhauen. Ja, dafür muss ich nur halt auch welche haben. Und ein bisschen was voll ich, wollte ich euch ja auch schließlich zeigen. Deswegen muss ich da heute noch ein bisschen weiterbauen. Also das ist noch nicht so, dass ich da jetzt Unmengen zeigen kann. Aber doch so ein bisschen da, das ist, also ein bisschen kann ich da ruhig schon zeigen, also so ein bisschen kriegen wir da auf jeden Fall hin. Das wird auf jeden Fall witzig, glaube ich, weil wir haben da relativ viel wirklich dran gemacht. Ich habe ja schon die ganze Zeit ein bisschen gespoilert, was wir da so gemacht haben. Und ich bin mal gespannt, was ihr von der Welt haltet. Also bin ich wirklich mal. Weil das ist wirklich schon nicht wenig, was da jetzt so entstanden ist in der letzten Zeit. Also ist schon ein bisschen mehr gewesen, so. Kekse! So, müssen wir halt ein paar mehr von snacken. Aber das wird ja schon nicht so ein Problem sein. So, ich wollte mir, glaube ich, eine Schaufel holen mal eben. Haben wir ja noch ein paar. Von den freundlichen Hausbesitzern, wollte ich jetzt beinahe sagen. Habe ich auch gesagt, weil es ja auch so ist. Diese Idiotie musste ja unser Albis aus in Luft sprengen und dann diese Zombies, die uns verfolgt haben in der letzten, vorletzten Folge. War ja sehr erquickend, ey. Wo wir mit der Ho den erstmal, ja, den Schädel weghauen mussten. Also war sehr erquickend, diese Folge. Muss ich ja mal so sagen. Ja.
Ne? Also fand ich natürlich nicht so ganz erquickend. Aber man hatte was zu sehen, glaube ich.